Servus, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Stadion-Vlog. Ja, für mich geht es heute nach Bremen. Ich habe kurzfristig noch Tickets bekommen und freue mich sehr. Ich habe alles schon bereitgelegt. Wartet. Also, Matchday-Time. Und der zweite Einsatz von dem neuen Trikot. Ich freue mich richtig. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Saisonauftakt und hoffe natürlich, dass FC Bayern richtig, richtig gut in die neue Saison starten wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es gleich nach Bremen. Ich bin ja in der Nähe von Bremen. Dadurch ist das alles sehr entspannt. Ja, ich habe nur 1,5 Stunden Anreise und ja. Ich hoffe, ich kann filmen. Ich weiß es noch nicht, aber das werdet ihr nachher sehen. Also, ich bin jetzt ready for the stadium. Ja, wir fahren jetzt gleich los und dann geht's ab nach Bremen. Ich war das letzte Mal gegen den Bremer SV im Stadion zum DFB-Pokalspiel und freue mich sehr. Das ist mein Outfit for today. Das neue Trikot natürlich. Und dann, wenn es kälter wird, ziehe ich meine neue schwarze Jacke an. Die habe ich leider nicht hier, liegt im Auto. Und natürlich mein Schal, den ich gerade schon anhatte. Und mein Fanclub-Schal ist natürlich auch mit. So, wir sind jetzt in Bremen angekommen. Ich muss unbedingt auf Toilette und dann geht's ab zum Stadion. Ja. Jetzt geht's mit der Straßenbahn weiter zum Stadion. So, wir sind jetzt zum Stadion. Mal gucken, ob sie gewinnen oder verlieren. Letztes Mal haben wir 1-1 gespielt. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir verlieren, weil sonst wäre die Gewinnserie kaputt von Bayern, weil Werder Bremen hat schon seit mehreren Jahren nicht mehr gegen Bayern gewonnen. Also da geht's gleich rein in Tor 10. Ein nettes 9-9 für Bremen. Weiß ich nicht, Jane. Das ist eine Lüge. So, wir sind jetzt im Stadion angekommen. Ich wurde so extrem kontrolliert wegen der Pyrotechnik letztes Mal. Richtig extrem. Aber naja, jetzt sind wir drinnen. So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben uns ganz oben hingestellt und haben einen sehr guten Ausblick, würde ich sagen. Die Aufstellung ist jetzt auch draußen, die blende ich hier mal ein. Harry Kane hat seinen ersten Einsatz, ich bin sehr gespannt, wie viel. Nur den Sieg, nur den Sieg, Deutscher Meister.
So, wir laufen jetzt zum Hauptbahnhof. Und ja. Sieg! So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zu meiner Tante nach Hause. Es war ein super cooles Spiel und ich hatte so, so Gänsehaut, als Harry Kane das Tor geschossen hat. Es war einfach nur ein Traumgefühl, vor allem als dann alle Harry, Harry gerufen haben. Richtig, richtig emotionaler Moment. Allgemein, es war echt, echt schön. Ich habe richtig, richtig viel mitgesungen und mitgewiped und es war einfach nur ein Traum. Und dann auch noch mit einem Sieg belohnt. Besser kann es nicht sein. 4-0 am Ende. Einfach nur perfekt. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieser Stadion-Vlog gefallen hat. Ich habe nicht so viel gefilmt. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ich wollte einfach die Zeit genießen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abonnement da lassen und ein Like. Und wir sehen uns später wieder. Bleibt so, wie ihr seid. Ihr wisst Bescheid.